Hallo und herzlich willkommen bei historyheroes.de. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von historyheroes.de. Wir sind heute hier, oder ich vielmehr, auf dem Weg zur Burgruine Reusenstein. Und wir sind mal sehr gespannt, was uns dort erwartet, ne? Also, bleibt dran und seid gespannt, was wir dort so gefunden und entdeckt haben, ne? Viel Spaß. Ja, und hier sieht man auch schon, dass wir schon recht nah dran sind. Noch so 300 bis 500 Meter bis zur Burgruine Reusenstein. Es sind natürlich noch andere Sachen hier in der Nähe. Die Schattleshöhle, der Graue Stein, das ist ein Aussichtspunkt, der Filzursprung, Wiesensteig. Ah, das ist ein Restaurant oder sowas in der Art. Und ja, Knaupenfels ist auch so ein Aussichtspunkt. Boss da ebenfalls. Genau. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter, ne? Ich muss sagen, dass das hier eine wirklich tolle Landschaft ist. Also. Blick auf die Burgruine. Richtig schön. Das ist auch schon ausgeschrieben, der Reusenstein. 748 Meter, so nochmal 0. Naturdenkmal. Schauen wir doch mal weiter. Rechts müsste es erstmal zur Höhlstelle gehen, soweit ich das weiß. Man sieht hier auch schon so eine erste Grabensituation. Vermutlich noch ein Fußweg, wo es dann da direkt hingeht. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Schauen uns das mal an. Vielleicht findet ihr ein schönes, ungestörtes Bänkchen. Das wäre doch was. Stelle, an der ich gleich Platz nehmen werde, hoffentlich. Hier kann man nochmal ein schönes Tal runter gucken. Die Burg, die ist direkt hier gegenüber. Überraschung. Aber eine schöne, schöne. Alles wieder eingepackt. Puh, frisch gestärkt. Mal so einen Blick hier über diesen Rastplatz hier. Grillstelle. Nett hier. Und nochmal zu der schönen Aussicht. Man sieht hier schon die Burg. Burgfelsen. Ein bisschen vom Mauerwerk. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. So, jetzt sind wir gleich hier auch schon auf so einem Punkt, wo wir die Burg ein bisschen besser sehen können. Durchaus recht eindrucksvoll, wie das hier so ein bisschen sehen könnt. Der Weg auch weiter runter. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen.
oder unten. So, versuchen wir es erstmal oben. Ah ja. Vorsicht, Wegschäden. Wir gehen auf eigene Gefahr. Yay. Das heißt, wir sind hier noch auf einem der Felsen vor der Burg. Und holla die Waldfee. Das war doch mal ein eindrucksvolles Gebäude. Heute. Ja, und hier geht es jetzt weiter hoch, den Felsen entlang. Schauen wir doch mal, was wir da sehen. Beeindruckend. Ich kann da ganz, ganz viele Sachen schon ablesen. Schauen wir mal. Ja, Schießscharten. Da unten hat es so, ja, Tiefen, man könnte fast sagen, wie Höhlen. Das war es wohl. Sehr gute Frage. Hier weiter oben sehen wir diese, aufpassen, dass ich jetzt hier nicht umfalle, diese ganze Batterie an Schießscharten hier in der Ecke. Ja, hier schön hoch. Da oben sieht man auch noch so drei schmale Fenster. Da, ja. Und wenn man jetzt mal hier ein bisschen genauer guckt, da rechts in diesem Turm, so eine Schräge. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Sieht für mich ein bisschen so aus, als ob da mal ein Dach angesetzt war oder so. Jedenfalls sehr spannend. Sitzt direkt hier auf diesem Felsen drauf. Also nicht wahnsinnig groß. Ob man hier vielleicht mal auch auf diesem Felsen was gebaut hat. Schauen wir mal, was wir sehen. Wow. Holla die Waldfee. Wow. Absolut toll. Tatsächlich aus wie eine klitzekleine Höhle voller Laub. Ja, lassen wir die Höhle mal Höhle sein. Ist ein bisschen zu klein. Hier geht's noch weiter. Beziehungsweise für uns eigentlich zurück. Da oben sind wir runtergekommen von der Grillstelle. Jetzt gucken wir mal, was da kommt. Treppen. Ja, jetzt machen wir mal die Wegzeichen. Ja, da kommt man so nicht rum. Ja, aber jetzt sind wir hier mal näher dran an der Burg. Ja, und ich würde sagen, wir gehen das mal hoch. Leute, können wir jetzt so nicht hin. Ich hoffe, oben ist es leerer. Das hier ist Treppen hoch. Aber
das hier ist die Felsgruppe von vorhin. Ja, auch total überwuchert. Gut, kein Wunder, wenn der Weg gesperrt ist. Und hier. Hier wird an den Felsen der Burg. Absolut ein beeindruckend. Und hier steht auch ein bisschen was dazu. Draußen standen sie vermutlich gegen Ende des 13. Jahrhunderts erbaut. 1340 verkauft der Sohn des ersten bekannten Besitzers, Diethoen von Kirchheim-Stein, die Burg an seine Vettern Konrad und Heinrich Reuß. Wo die Familie Reuß die Burg nur 30 Jahre lang besaß, blieb der Name für immer mit ihr verbunden. Nach 1371 wechselte der Reußenstein elfmal den Besitzer. Das ist eine Menge. 1441 wurde er an die Grafen von Helfenstein verkauft, in deren Besitz die Burg bis zum Jahr 1627 verblieb. 1642 kam der Reußenstein an Bayern und Fürstenberg, also im Zug des 30-jährigen Krieges, 1806 an Württemberg. 1862 erwarb das württembergische Königshaus die Ruine, das sie 1964 an den Landkreis Nürtingen verkaufte. Seit dem 16. Jahrhundert unbewohnt und verfallen, wurde Reußenstein in den Jahren 1965 und 66 mit Hilfe des Landes Baden-Württembergs, der Kreissparkasse und vieler freiwilliger Helfer aus Neidlingen und der näheren Umgebung restauriert. Boah. Dann schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Zumindest kann man sagen, wir sind hier in einem echt wahnsinnig tollen Ausblick. Auflagen. Das Ding hier in den Fels gehauen. Ja, vermutlich war hier sowas wie ein Tor oder so. Aber weitere davon sehe ich jetzt nicht. Ich sehe eine Öffnung. Spalte im Fels. Tja, nur wie so ein Tor. Wenn sich hier nicht gut verschließen konnte. Schauen wir mal. Haben wir noch eins, zwei weitere. Ja, weiter oben kann ich aber keine entdecken. Hier unten sind noch so eins, zwei. Ja, die könnten aber auch natürlichen Ursprungs sein, diese zwei niedrigeren. Jetzt mal guckt, hier oben. Ja, das ist sehr eindeutig zu sehen. Ja, hier, das ging so rüber. Verrückt. Richtig verrückt. Und da oben sieht man schon die Bäumchen, wie sie rauswachsen. Also echt Wahnsinn. Und den Blick nach unten. Ja, das schauen wir uns nachher an. Aber hier absoluter Wahnsinn. Hier mal weiter. Das ist schon absolut beeindruckend. Oh. Mal guckt, sieht man jede Menge gute Ziegelbruchstücke. Das könnte vom Dach sein. Da ist hier so ein Rundung. Hier sieht man das ganz gut. Was davon runtergekommen sein, wenn es original ist. Kann man hier oben auch gucken. Vielleicht kann man ja auf den Turm hoch. Das wäre ja schön. So. Jetzt sehen wir weitere Dinge. Ja, da oben diese Fenster. Ich hoffe mal, man kann das so halbwegs erkennen. Sonne spielt uns hier. Spielt hier leider nicht ganz mit. So, und das hier sieht aus wie eine Rundung, ein Rundturm vielleicht. Okay,
Vergesst die Landung. Das ist kerzengerade. Sah jetzt aber von innen wirklich so aus. Und hier hat man noch so eine Bastion. Ein wahnsinnig tollen Ausblick. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Oder die muss ich viel mehr hoch. Jetzt kommen wir in das Innere der Burg. Voll. Wow. Ja. Da seht ihr verschiedene Stockwerke. Also hier unten das Erdgeschoss, ne? Erdgeschoss 1. Da sieht man auch die Balkenlöcher. 2. Da sieht man die nächsten da oben, sehr groß. Da oben mindestens noch ein drittes. Wow. Wow. Diese Hölzer da oben vielleicht noch ein bisschen original sind oder sind das Bahnschwellen? Schwierig zu sagen. Teilweise mit so einer Wölbung da drin. Spannend. Sehr spannend. Warte, jetzt gehen wir erstmal hier ums Eck, bevor wir da hochgehen. Geht's hier mal runter? Nee. Nee, hier geht's leider nicht runter. Wir sehen hier Dinge. Absolut beeindruckend. Absolut beeindruckend. Ja, diese Rundbögen da, das war schon ein bisschen ungewöhnlich. Da oben hat man noch ein so ein Fenster. Und hier hat man den Durchgang. Hier ist noch eine Öffnung, aber das ist Fels. Und das nachträglich da rein rekonstruiert hat, ist spannend. Ha. Beeindruckend. Schon verrückt. Das hier, ha, das sehe ich jetzt erst. Diese Form, die hier nach oben geht, das könnte ein Kamin gewesen sein. Oder mal die Küche. Sehr spannend. Das hier hat man nachträglich vermutlich wieder zugemacht. Da oben, das sieht fast aus, als ob da mal eine Tafel angebracht war und das da. Verrückt. Jetzt die Treppen hoch. Und oh. Also dieser Turm steht hier direkt auf dem Fels. Ja, einen Eingang hier oben gibt es nicht. Wie ihr seht, gibt es nur auf der anderen Seite. Schlecht erkennen. Links und rechts zeichnet sich der Rest von einem schrägen Dach ab. Vermutlich ging das mal hier rüber. So, jetzt waren wir hier oben auf dem Rosenstein. Jetzt gehen wir mal wieder runter und schauen uns die anderen Teile an. Ne? Also, auf geht's.
Achso, und hier sieht man das nochmal sehr eindrucksvoll. Das Gewölbe da rechts in der Mauer drin. Sieht auch diese, ja, es gab da so Sitzbänke, wo man da quasi früher an solchen Fenstern sitzen konnte. Sehen rechts oben nochmal so ein Beispiel. Also überhalb dieser sehr großen Balkenauflagen. Rechts und links, dort wo das kleine Bäumchen rauswächst. Genau, da war dieser Eingang in den Turm. Vermutlich ging da irgendein Weg drüber oder es gab irgendeine Form von Wehrmauer oder so. Oh. Hier haben wir noch diese drei runden Fenster. Ah, eindrucksvoll. Raus geht's wieder hier. Schauen wir doch mal. Sind wir wieder hier in dieser Vorburg-Situation vorbei. Man sieht hier gerade auch diese Masse an Zement, die man da dran gepackt hat, um das, sage ich mal, entsprechend abzusichern. Wir sehen hier diese Öffnung, wo auch immer die hinführt. Und da geht's hoch entsprechend. So, Text. Draufkriegen. Da oben dieser Weg zu diesem Tor. Wir sehen, dieser Fels ist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ziemlich zerklüftet das ganze Ding. Mann, ey. Schon verrückt. Und wir kommen jetzt quasi zum unteren Teil der Burg. Auch hier sieht man massenhaft Ziegelreste. Hoppala. Man muss ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Hier geht's in so eine Art Türmchen. Oh, nein, tut man aber nicht. Kann man das nochmal hier nach oben sehen? Sehr eindrucksvoll. Und hier? Ja. Da gehen wir gleich rein. Schau doch mal. Was haben wir denn hier? Sieht hier, wie dieser Fans halt wirklich arbeitet. Hier ist abgesperrt. Schon. An der Keller, der ist abgesperrt. Ja. Und hier auch. Es kommt hier auch etwas runter. Das Ganze ist schon mit so einer Betondecke gesichert. Offenbar nicht genug. Ja, da bleiben wir dann auch besser mal raus. So. Ach, hier oben, also auf dieses Teil. Man leider nicht. Wir sehen, da kommen auch immer wieder Steine runter. Das ist ja der Grund, wieso das abgesperrt ist. So. Nicht so toll. Warum bleiben wir da lieber weg? Aber wenn was schön ist. Scheint der Burgbrunnen zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr den Boden erkennen könnt. Ja, ich auch nicht. Ob jemand ein bisschen Alufolie da reingeworfen hätte. Schade. So. Jetzt einmal hier hoch. Das wird man großzügig einbetoniert. Ja. Nochmal
mal einen Blick in das wunderschöne Tal. Dann kann man nochmal einen dieser Felsen sehen, auf denen die Burg steht. So, Abweiser, Wasserspeiermäßig. Und da geht es ganz schön steil runter. Beeindruckend. Nun gehen wir hier noch rein. Es ist ein bisschen ausgebaut wie ein Unterstand. Man hat hier ebenfalls einen schönen Blick nach draußen. Toll. Wunderschön. Ja, liebe Freunde, das war's auch wieder von der Burg Reusenstein und der anschließenden kleinen Wanderrunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hoffen, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei historyheroes.de. Bis demnächst. Ciao. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Keep the sky on your mind.